Hallo zusammen in meiner italienischen, Schweizer und internationalen Küche. Heute machen wir Peperoni-Creme, Paprika-Creme. Die kennt ihr vielleicht nicht. Für mich war das auch neu, weil ich habe ja nicht immer in Italien gelebt. Und ja, das war eine kleine Offenbarung. Es hat mir viel Spaß gemacht, um Paprika-Creme zu machen. Die Italiener brauchen das, um über die Pasta zu schütten. Sie tun die Paprika-Creme, so wie ich es jetzt machte, ich habe sie eingemacht, aus dem Glas nehmen, in die Pfanne hauen, aufwärmen und einen Schuss Sahne dazu und dann die Pasta reinmachen und schön alles mischen und ein bisschen Parmesan drüber und dann kann man schon essen. Aber man kann die Paprika-Creme auch für andere Sachen brauchen, zum Beispiel auf eine Bruschetta als Antipasto. Oder man kann auch Käse abends, wenn man Lust hat, Käse schneiden, wenn man etwas snacken will. Und dann nimmt man von der Paprika-Creme und tunkt die rein und dann kann man das auch so essen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, um diese Paprika-Creme zu futtern. Ich zeige euch, wie ich sie gemacht habe. Meine ist ein bisschen rustikal geworden, weil ich mich beeilte, weil ich hatte noch mehr zu tun. Das Rezept habe ich schon vor ein paar Monaten abgefilmt, aber es kommt erst jetzt die Tage im August auf YouTube. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss zusammen und wen könnte ich grüßen in Deutschland? Keine Ahnung, ich vergesse immer alles, weil ich immer spontan reinrede. Aber alle, die mich kennen, viel Spaß damit. Tschüss! Ciao. So, wie ihr seht, tue ich zuerst Gläschen auskochen und die Deckel sind auch gleich darunter. Das ist auf die altmodische Art. Ihr könnt es auch im Backofen sterilisieren, also auf jeden Fall die Gläschen. Tut ins Wasser, wenn ihr es so macht wie ich, das Essig, ja? Weil ich habe viel Kalk. Also wir fangen an mit den 8 Paprikas und den 4 Zwiebeln, 12 Knoblauchzehen, 2 Teelöffel Salz, einen halben Teelöffel Pfeffer, ein Esslöffel Tomatenmark, eine Chili, 2 Teelöffel Paprikapulver scharf und Basilikum, so viel ihr wollt, oder anderes Gewürz und Olivenöl. Also ihr könnt andere Gewürze reintun, ihr müsst das nicht machen wie ich. Ja? Und wir fangen an mit der Paprika zu säubern. Tut das Innere, das weiße Zeug, das helle Zeug auch rausschneiden, weil das kann man schlecht verdauen. Das haben mir zumindest die Italiener gesagt. Und das glaube ich denen schon. Also, und auf 2 Paprikas kommt eine Zwiebel und 3 Knoblauchzehen. Aber auch da, wenn ihr nicht Knoblauch mögt, dann lasst es weg. Oder wenn ihr Zwiebeln nicht mögt, dann lasst es weg. Aber es schmeckt einfach toll so. Dann schneide ich das in Streifen, aber ich lasse es nicht so, ich schneide es in Stücke, damit nachher mein Zauberstab das besser klein hacken kann, klein mixen kann. Dann eben die Zwiebel. Und da habe ich dieses Mittelteil rausgeholt, weil der Knoblauch, der war schon ein paar Wochen alt und normal mache ich das nicht, aber wenn er etwas älter ist, der Knoblauch, dann mache ich das, weil es sonst zu stark und zu scharf wird. Vor allem, wenn das Innere dann schon grün ist, gründlich, dann müsst ihr es unbedingt rausholen, weil sonst ist das ein viel zu starker, dominanter Geschmack. So,
Dann geht Olivenöl in die Pfanne. Ich tue immer den Boden bedecken mit Olivenöl. Das kennt ihr schon auch ein bisschen von mir. Das ist auch eine italienische Macke. Also ich bin nicht die Einzige, die das so macht. Dann alle Zwiebeln rein und die ersten Paprika. Und tut diese Paprikas gut kochen, gut durchkochen. Kein Wasser dazu, nichts. Ich brauchte da etwa 20 Minuten bis halbe Stunde oder sogar noch länger. Ich weiß es nicht mehr, weil diesen Film habe ich im Februar gemacht. Dann kommen die gute zwei Teelöffel Salz dazu. Mehr brauchte ich nicht. Dann wieder etwas rühren, das Zeug gut mischen. Und dann ungefähr ein Esslöffel Tomatenmark dazu. Das habe ich mehr für die Farbe gemacht, damit es noch intensiver rot wird. Könnt ihr weglassen, müsst ihr nicht unbedingt machen. Aber ich fand es gut, es ist ja gut geworden. So, und dann einen halben Teelöffel Pfeffer dazu. So Handgelenk mal Pi, ihr macht wie ihr wollt. Das ist einfach so mein Rezept. Aber wenn ihr gerne viel Pfeffer habt, dann schmeißt rein. Und eine einzige Chili, das ist bei mir auch fast Pflicht, wegen meinem Mann. Ja, der steht so auf Chili, wie verrückt. Und zwei große gehäufte Teelöffel Paprikapulver, scharf. Bisschen Pep muss es ja haben. Dann alles gut mengen, verrühren. Und wirklich, dass die Paprikas gar werden. Ihr könnt dann eigentlich auch eine, wie sagt man den, in der Schweiz nennt man das Passuite, so eine Gemüsereibe, wie sagt man den, wo man alles durchjagt, dass es einen Brei gibt, könnt ihr dann nachher nehmen, um die Paprikas durchzujagen, damit ihr keine Haut habt. Dass die Haut aus der Masse rauskommt. Und zuletzt habe ich noch Basilikum reingemacht. Aber da könnt ihr auch Petersilie nehmen, ihr müsst nicht Basilikum nehmen. So, und jetzt kam ich mit meinem Zauberstab und habe alles püriert. Ging einfach schneller als mit diesem Gemüsedings da, wo man dreht und das dauert länger. Aber das wurde eine rustikale Paprikacreme. So, und dann nochmal kurz, habe ich es kurz aufgekocht, nur kurz, damit es einfach schön heiß ist und steril. Und dann habe ich alles in die Gläschen eingetütet, eingemacht. So, und dann muss man immer gucken, dass der Verschluss, dort wo der Verschluss ist, dass das 100% sauber ist. Weil nur so wird es dann steril, also geht es unter Vakuum. Und da habe ich Anti-Rutschmatten gekauft und zurechtgeschnitten. Und die brauche ich, um meine Gläschen aufzumachen oder zu verschließen. Das ist viel einfacher als diese speziellen Dinger, um so Gläser aufzumachen. Und da ich ja keine Kraft habe, ich habe wirklich keine Kraft, das ist ein super Tipp für Leute, die wirklich keine Kraft haben, mit diesen Anti-Rutschmatten kann man das super beheben, das Problem. Dann lasst die Gläschen die ganze Zeit so, die ganze Nacht, bis sie erkaltet sind. Und am nächsten Tag dreht ihr sie um und ihr werdet sehen, alles ist gut geworden, alles super. Habe ich einige Gläschen gemacht. Und wie ihr seht, die sind unter Vakuum, die bewegen sich nicht mehr, die dürfen sich nicht bewegen. Und die Gewölbung ist leicht nach innen. Also wenn sich das bewegt, dann ist es nicht unter Vakuum. Dann müsst ihr es entweder in einer Pfanne mit heißem Wasser nochmal kochen
eine halbe Stunde oder im Backofen, in den Backofen auf 100 Grad für eine Stunde reinstellen. Okay, viel Spaß damit und tschüss zusammen!